Leute, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Sendung, und zwar zur dritten Sendung von Mad Max Trash TV im Jahr 2022. Ja, heute wird es ein bisschen zurück in die 90er. Screamo Violence, Emo Violence. Würde ich euch ein paar nette Sachen vorstellen. Ja, und da fangen wir auch direkt mal an, und zwar aus Amerika. Eine Band, die habe ich damals per Zufall in Bonn im Blabla gesehen, und die waren echt ein fettes Brett. Und ich stelle euch mal eine schöne Single von denen vor. Die Rede ist von Murdoch. Das ist die Single mit dem niedlichen Esel drauf. Auch so. Sehr schön aufgemacht, innen drin. Finde ich auch wiederum mit Texten, Danksagungen, allen drum dran. Wie ihr seht, hier, das ist nämlich voll geil. Das sind so, also Pauspapier. Ne? Pauspapier, das ist geil gemacht. Und auch hier die Texte. Ist auch so auf Pauspapier geschrieben. Sehr, sehr fett. So ein geiles Bild. Dafür hat man die Single schön im Schwarz gehalten und kaum was drauf gemacht, außer A und B. A. B. Ja, musikalisch ist natürlich alles Geschmackssache. Also natürlich Hardcore. Sehr emotional. Müsste jetzt keinen weinerlichen Emo, sondern eher sagen, wirklich fett, also schon eher Emo-Core, Screamo, ja, nicht ganz brutal, so wie andere Bands, so wie Palatka, zu denen kommen wir später, oder The End of Century Party, oder wer kennt noch Orchid aus den 90ern, sehr, sehr geil, in jedem Fall. Also da werde ich euch auch einen Link nachher hinterlassen, an Murdoch, war eine Bombe. Ich kannte überhaupt nicht. Ich bin dann einfach mal mitgefahren nach Bonn ins Bla. Und die haben einen abgerockt. Boah, fett, fett. Ja, die Single ist von 98. Müsste also in der Kante gewesen sein, 1998. Geil. Also wie gesagt, wenn die so die erwähnten Bands gefallen, genau diese Single findet ihr auch auf YouTube. Müsst ihr ein bisschen suchen. Ist nicht einfach, aber ich denke, ich werde den Link hinterlegen. Ja, ich denke mal, so als Einstieg für heute tut das ganz gut. Ich zeige es nochmal kurz. Murdoch. Sehr, sehr geil. Viel Spaß damit. Ja, gestern habe ich noch eine kleine Lieferung gekriegt mit ein paar schönen Platten aus den 90ern. Und da war unter anderem diese wunderschöne Split-LP zwischen Palatka und Asshole Parade. Ha, fett. 1997 auf dem holländischen Label, glaube ich, ja, Holländer sind das, Collision Records erschienen. Die haben da sehr geile Sachen damals rausgebracht, unter anderem. Mit einem schönen, schon fast Zeitungspapier großen Inner Sleeve, also mit Texten. Fett. Sehr geil gehalten. Die Platte im normalen Schwarz. Asshole Parade. Palatka. Ja, was gibt's da großartig zu sagen? Zwei Armee-Bands, die Arsch treten. Palatka, kann man schon wirklich sagen, Screamo Violence, also wirklich derb, derb. Stücke gehen alle in so eine Minute lang, ne? Schön Vertrag gehalten, verbreakt, auch voll in die Fresse, geilen Schreigesang dazu. Also, Hut ab.
Astral Parade. Ist deshalb geil, weil die erinnern mich also wirklich von ihrer Musik her schon echt an sehr an Septic Death. Also wirklich Fastcore. Schon leicht war von Vocals her, so ein bisschen angegrindet und düstere Vocals, geschriene Vocals. Die Lieder halt auch alle so um eine Minute rum. Ne? Fett, also. Wow, Palatka Asgore Parade ist auch genau das Richtige so für so einen lauen Sonntagnachmittag. Oder wenn ihr mal Frust habt nach der Arbeit oder generell, dann zieht es euch mal rein. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da waren ja zwei Inner Sleeves oder Poster drin. Nämlich noch von Ethel Parade. Oh, mit den Texten. Na? Da, was ist das da unten? Keine Ahnung. So viel dazu. Viel Spaß mit denen. Da, jetzt stelle ich euch mal eine schöne Grindcore-Bombe vor. Und zwar eine Split zwischen Amis und Schweden. Und dabei handelt es sich um niemand geringeren als Noise Ear. Also die Amis. Also ist wirklich so mit das heftigste und geilste, was ich im Grindcore kenne. Und die geilen Schweden. The Arson Project. Schön aufgemacht zum Aufklappen. Sowas bringt natürlich auch niemand geringer als Relapse Records raus. Die stehen ja für Qualität, sehr hohe Qualität, würde ich vor allen Dingen bei den beiden Bands sagen. Ja, dazu natürlich ein schönes farbiges Vinyl. Noise Ear. The Arson Project. Ja, was gibt's da großartig zu sagen? Also, Noise Ear, die Amis, sind wirklich technisch auch auf hohem Niveau. Also wenn Brutal Truth so zusagt, würde ich mal sagen, das Ganze vielleicht noch einen Tacken schneller und auch auf sehr hohem spielerischen Niveau. Also wirklich, das ist der Wahnsinn, Neues hier. Ich kenne da kaum welche, die besser sind, ohne Scheiß. Und The Arson Project, die knüppeln natürlich auch feinstens. Die kommen aus Schweden. Und wer fällt einem da in den Sinn? Natürlich Nasum. Ne? Also das würde ich auch mal ganz klar unterstreichen. Diese Schiene, Nasum, Rot Sound. Sollte man sich merken, wenn man diese Musik mag. Also wirklich ein Brett. Wenn ihr Bock drauf habt, unterstützt den Musiker und legt euch das Teil zu. Wirklich der Knaller. Weiter geht's mit einer richtig geilen Band. Auch aus Schweden, aus Umea. Nämlich DS13 steht für Demon System 13. Und die sind richtig geil. Das ist Hardcore, Punk, Trashcore. Was schon Fastcore. Also wirklich geil. Die gehen ab. Wow. Natürlich auf Havoc Records, der hat die nochmal rausgebracht. Ne? Und das Schöne ist natürlich ein Pusshead Cover. Der Sänger von Septic DS. Das ist die gute DS13. Kann ich immer nur wärmstens immer ans Herz legen. Richtig geiles Teil. Endlich habe ich sie. Ich wollte sie schon länger haben. Ich habe die damals kennengelernt durch die Split-Single mit Code 13. Und wahrscheinlich hat sich daraus das dann auch ergeben, dass der Felix, ne, der Sänger von Code 13, die auf seinem Label rausgebracht oder ja, rausgebracht hat. Ganz genau. Auch schönes
Inlay mit Texten. So wie sich das gehört. Ja, ich habe natürlich Glück gehabt. Das schöne Scheibchen im durchsichtigen Vinyl ergattert zu haben. Das sieht immer sehr, sehr schön aus, finde ich. Ne? Ja, so ist das. Also wie gesagt, Hardcore Punk, Thrashcore aus Schweden. Wirklich schön auf die Fresse. Richtig geil. Solltet ihr mal hören, solltet ihr mal wirklich hören. Also da kann ich auch nicht viel zu sagen. So Code 13 auch, ja, Destroy. Vielleicht eine Prise harter Tider aus Schweden. Zieht's euch rein, den knallt. So, jetzt fliegen wir mal in südlichere Gefilde, und zwar nach Italien. Und da gibt es eine meiner Lieblingsbands aus Italien, sind und bleiben Ratchet. Ja, und hat vor ein paar Jahren, 2017, Agipunk zusammen mit Ratchet sich zusammengesetzt. Die haben mit ihrem Label Chaos Produzioni haben diese wunderschöne Singlebox rausgebracht, weil die nämlich echt, die Singles eigentlich schon fast unbezahlbar sind im Original. Libero e Selvaggio. Ich hoffe, ich habe es ausgesprochen. Richtig ausgesprochen. Das ist das schöne Böckslein. Ratchet. Wenn man das jetzt schön aufklappt, dann hat man da drin ein wunderschön aufgemachtes Booklet. Auch nochmal, dass da Cover drauf ist. Hinten drauf muss noch Rückseite sein von den Singles. Also wirklich, da haben sich wirklich Mühe gegeben, haben sich echt zusammengesetzt und was richtig Geiles gemacht. Das ist der Knaller. Und sowas lohnt sich auch. Leider ist die jetzt mittlerweile auch recht teuer. Vielleicht könnt ihr ja noch irgendwo einen Schnapper machen, wenn ihr das Teil seht. Solltet ihr euch das zulegen. Also das lohnt wirklich. Das war eine Band, wo ich sagen muss, da sind selbst Discharge gegen abgekackt. Frei nach dem Prinzip Chaos non musica. Und so soll es auch sein. Natürlich vom Einfluss her muss ich natürlich ganz klar sagen, die englische Variante und auch die finnische Variante. Also Rüstetüt, Discharge Varukas. Also das ist ganz klar, dass man Ratchet haben aber ihr eigenes Ding draus gemacht. Ich habe die über Freunde damals kennengelernt, als ich 86, 87 The Punks kennengelernt habe. Da waren ein paar Leute, die ein paar Jährchen älter sind wie ich. Die waren auch 5, 6 Jahre älter unter anderem. Und da hat man dann richtig schöne Oldschool-Sachen kennengelernt. Ja. Hier ist jetzt zum Beispiel wunderschön aufgemacht. Die Single, die ursprünglich mit in die Gäste, die Split-Single. Darauf wiederum finde ich es dann einerseits wirklich schön, dass sie die auch wieder rausgebracht haben. Nur ein bisschen schade, finde ich, dass das eine einseitige Single ist. Vielleicht haben sie Rechte nicht gekriegt. Hätten sie da in die Gäste auch mit drauf tun können. Ne? Das ist die Ratchet-Seite. Auf der Rückseite ist nichts. Naja. Aber ist halt so. Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Originale ist leider unbezahlbar. Also wer die hat, kann sich glücklich schätzen.
muss ich ganz klar sagen. Und die haben die natürlich auch in schönen Farben rausgebracht. Ne? Als nächstes die Single In nome dell'oro, potere tutto è stato fatto. Auch sehr schön. Im roten Vinyl. Ich gestehe, ich habe die bis heute noch nicht gehört. Also es ist wirklich ein Sammlerstück. Ich werde die auch, glaube ich, nicht hören. Weil ich ja natürlich von Rachel die Diskografie-CD habe. Da ist ja alles drauf. Ja, dann natürlich die geniale Finale Mai-Single. Die ist, wenn ich mich nicht ganz irre, in Blau gehalten. Sehr, sehr schön. Also es war so mit, ne, natürlich Italien bietet ja eine ganze Reihe an wirklich geilen Hardcore-Bands. Ne, angefangen Ratchet, natürlich CCM, ne, Sheeta Crow Motherfuckers, ist ja ganz klar, sind für mich mit die Größten, neben Ratchet, ja, Negatione, die erste Raw Power, China, Stinky Rats sind für mich auch eine der absoluten Faves, Nerogasmo, Indigesti, also die haben schon in den 80ern, muss ich sagen, wirklich ein abgelieferter Italiener. Richtig geile Bands. Und da gibt es noch unzählige mehr. Ja, und zu guter Letzt gibt es natürlich noch die Ratchet in Controluce Single. Ist natürlich auch dabei. Hinten drauf die Texte nochmal. Und die haben sie auch wunderschön im klaren Vinyl gehalten. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist wirklich ein wunderschönes Schmuckstück. Die Singles alle top. Die Box schön gemacht. Fettes Booklet dabei. Also wenn ihr die noch kriegen wollt, ich sehe gerade hier auf Discogs, ab 35 Euro, aber wahrscheinlich wieder irgendwo, wo dann noch massig wieder Porto herkommt, leider. Aber die solltet ihr euch zulegen. Wer sie noch nicht hat. Und wer auf Konsorten steht, wie Discharge, Verrucas, Restitute, haut rein. So, zu guter Letzt starte ich noch mit einer deutschen Band aus den 90ern. Die nette Scheibe ist gestern auch bei mir eingetroffen. Und ich rede von einer Band aus dem süddeutschen Raum, aus Böblingen, nämlich Dawnbreed. Und ihre gute Scheibe Kiosk. Die ist von 95 auf Common Cause erschienen und Common Cause hat damals sehr geile Sachen rausgebracht. Ich sag nochmal MC Diablo und so Geschichten. Also wow. Ja, hier gibt es ein schön aufgemachtes Original Inner Sleeve noch, sogar dabei. Also wow, mit Texten, Grüßen, Fotos, wie sich das gehört.
Mal die Platte auch schön in Schwarz gehalten. Ja, musikalisch, natürlich Hardcore, natürlich Screamo, Emo Hardcore, aber also ich finde es richtig geil, ich mag das. Die Platte ist auch noch, sag ich mal, also man merkt diese Weiterentwicklung von Dawnbreed halt einfach. Ich habe jetzt gestern nochmal zum allerersten Mal in meinem Leben, weil die mir leider doch fehlt, die erste Single, die Unvollkommenheit von 94, die ich teils finde, muss ich wirklich sagen. Also mit dem ersten Song hat mir überhaupt nicht so gefallen, zweiter, dritter fand ich wieder geil. Ja, dann habe ich die persönlich kennengelernt mit der Split, mit Mine, Dawnbreed Mine, die Split-Single. Kann ich nur jeden wärmstens ans Herz legen. Ist wirklich geil. Und da sind die noch etwas brutaler, heftiger. Ja, schon fast auch so ein bisschen ja, Emo-Violence will ich nicht sagen. Aber es ist wirklich, es waren halt so die typischen 90er auch. Ne? So Bands wie Born Against, Orchid aus Amerika und Dawnbreed haben das selber sehr, sehr gut gemacht. Auch live. Ich habe damals live gesehen. Das war wirklich geil. Wenn ich mich nicht irre, habe ich die sogar, glaube ich, zweimal gesehen. Nämlich einmal als Dawnbreed. Und ich meine, ich habe die nochmal gesehen als Dawnbreed Monochrom Kollektiv in Wermelskirchen. Das war ein geiles Konzert. Also das war wirklich der Oberhammer. Kann ich nur empfehlen. Ja, dann kam die nächste Single. Die Amoklaufgefühl, auch wirklich geil, kann ich nur empfehlen. Bis dann das erste Album Kiosk kam. Und also wirklich, müsst ihr euch merken, wenn ihr so diese Musik mögt, Dawnbreed, Mine, so Bands, ne? Born Against, Rorschach, also das ist genau das Ding. Aber interessante Lyriken. Die singen auf Deutsch, fast nur. Und dann kam auf einmal der Wandel. Dann kam der Wandel, nämlich mit dem Aroma-Album, mit der Luxus-Single, danach das letzte, die Robot-Single. Haben sie mir auch nicht mehr gefallen, muss ich ganz klar sagen. Das war dann ein bisschen, weiß ich nicht. Da fehlte der Power, die Energie. Ne? Und das ist natürlich alles Geschmackssache. Aber ich sag mal, die ersten Sachen und auch hier die Kiosk-Platte kann ich euch nur wärmstens empfehlen. So viel dazu. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt wie immer Spaß. Ja, schickt mal eine Bewertung, ob es euch gefällt oder nicht oder wie auch immer. Und ich hoffe, ihr seid demnächst wieder dabei. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.